So, schöne guten Abend, ihr seid gut. Ich hoffe, ihr habt nach einer Party angeschaut, wie das dem Alex sein Training ja ein bisschen anstrengend war. Ich hoffe vor allem, dass alle, die dabei sind, die mir auch geschrieben haben, Leifkreis, also um München und Köln, auch noch in Jiderin, die Lo dabei ist. Wir machen heute eine Fighting-Session, das heißt, heute geht vor allem ein bisschen um die Ausdauer. Schon ein paar Sachen aus dem Kampfsport mitbringen, das heißt, vor allem die man Boxrichtung. Und ihr werdet eben am Laufe von den Übungen gesehen, wie das ganz ausgesehen. Nur noch ein Kaffee, auf Foodspring zu kommen. Ihr könnt ihr die ganze Zeit durch euren Hashtag unter Verlosung teilhören. Es dürfen auch zwei auserwählt, die im Moment die zwei schönen Pakete gewonnen haben. Das ist ein Kerl Josiane Schmitz und ein Kerl Claudia Carvers. Voilà, herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet dann, wenn wir im Obsinn eure Package kriegen. Dann mache ich noch ein kleines Reminder an euch Online-PTs. Das heißt, ihr könnt ein 1-zu-1-Training mit eurem Trainer machen. Und das einfach, an dem ihr auf euren Link auf der Online-Seite direkt an ihr Studium im Moment anschreibt. Genau, das sind dann eigentlich die wichtigsten Informationen. Und da ging es so, starten wir auch. Voilà, lohnt sich ein kleines Kind vergessen. Für mehr als kein Live-Workout für gesehen. Das heißt, nur als ein Video online gepostet, wo ihr auch ein Workout könnt machen. Da das in den ersten zusammengestellt tun, das heißt, gerne nur einfach auch ein Körper bei Seite gucken gehen. Und da fand ihr den Moment den Workout, den ich zusammengestellt tun. Okay, los können wir starten. Ich werde kurz ein paar erklären, wie gesagt, aus Stellung aus. Natürlich auch ein paar merci, dass ein Alex heute dabei ist. Denn Alex ist auch das ein Premier für ihn. Das heißt, verzeiht ihm, wenn ihr in Orlo nicht alles so perfekt ausfährt. Aber ich probiere so gut wie es geht, alles matt zu machen. Also, wie machen wir als Faust für den Moment nur vier zu boxen? Die holt ein paar Hand nur vier, bild ein Faust, lud den Daumen, ich werde den Mittelfinger an. Ich werde den Zeigefinger lehnen, an dem Moment du dann er Hand, also er Faust, Richtung Wangenknochen, an du drehen wir den Moment immer nur vier raus. Das heißt, dir boxt mit der Faust nur vier, so dass er knöcheln auf ein Ziel hier fahren. Also immer an einer kleinen Rotation nur vier Arm zurück Richtung Back kommen. Voilà, das ist die Sache, haben wir dann ein paar gesehen. Wir Zähne haben bei der Position immer. Das Linksbein 4, das ist das Standbein. Und da haben wir dann den Moment als Faust oben. Für den Moment links haben wir das ganz umgedreht. Rechtsbein 4. Das wird dann noch gesehen. Just nur ein paar für Info. Los starten wir mit diesem kleinen Warm-up. Das heißt, wir haben einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Machen wir los. Während 30 Sekunden einfach Punches nur 4. Das heißt, probiert halt einfach nur los ranzukommen. Ich will, dass er den Bauch fest ist und dass er einfach probiert, nur 4 zu boxen. Also, voilà, ab nur eine halbe Minute. Probiert, das Gefühl dafür zu kriegen. Geht ein bisschen an die Knie, hat eine stabile Position. Und ich will nicht, dass er mit dem ganzen Überkipper mitgeht. Just Rumpf, der in dem Moment rotiert. Bleibt stabil und boxt nur 4. Voilà, die können auch mal probieren. Alex, ich gesehen, du kannst ein bisschen Witters rausbringen. Die sollte auch in dem Moment halt warm gehen. Nach 10 Sekunden, voilà, schön, Bauch fest, Bauchnöbel anziehen, und wir rotieren mit dem ewigen Teil vom Körper. So, wir wechseln, ob jetzt nur 4. Genau. Weiter boxen, die können wir mal ein paar probieren, durch ein bisschen mehr Witters ranzubringen. Rotiert dann eher im Rumpfbereich, aber läuft stabil mit der Bein. Nach 15 Sekunden, gut so. Bleibt drin, 10 noch. Gleich gepackt. Bringt Vitas ran. 3, 2, 1, ah, stopp. Okay, nächste Übung. Gehen wir in dem Moment einfach nur ein Kaffee, Bein ein bisschen warm zu kriegen. Ob ein Reverse Lunge, pardon. Das heißt, wir machen in dem Moment eine halbe Minute lang ein Lunge. Nur Hannen, denn Alex weiß den. Für 4, 4. An dem Moment das Ganze nur auch 30 Sekunden lang. Ah, gut. Aufwechseln, probiert immer, Rätselwinkel an ihrem fiesten Knie zu halten, kommt zurück, drückt also um fiesten Bein, drückt dich zurück an die Ausgangsposition. Größter Schritt zurück, auch ein Zurückdrücken. Yes! Okay, weiter drüber bleiben, das Ganze nach 13 Sekunden. Okay, tipptopp. Yes!
Fernöffner. Weiter drüber bleiben. Zwei. Letzte Kehr. Und stopp. Okay. Nächste Übung, die Moment nennen wir Rumpfstabilität. Wir machen eine Stretch-Übung. Ich ging so ein Alex Medusa am besten von der Seite. Die geht an Push-Up-Position. Den Moment bringt der Ehren links Fuß nur vier. Lanscht, also sozusagen, dass er Arm dann nirf tut. Dann macht ihr es ab. Mit dem linken Arm, der Blick geht mit. Der Arm geht Richtung Klopfer, kommt zurück. Rum an Push-Up-Position, wirse. Und dort, man. Tipptopp. Okay, das Ganze nur dreimal allseits. Tisch, wir starten ein Kerl. Ah, gut. Fuß, Landstand bringen, mal dir groß. Kommt im Trick, Push-Up-Position, Fuß nur vier bringen. Wichtig, das Hörnerspiel bleibt gestreckt. Zwei. Genau. Spann der Bauchfasern. Drei. Und spielt die Hüftöffnung. Vier. Gut, so, zweimal noch. Abmachen. Und letzte Kehr. Voilà. Okay. Gut so. Wir kommen zurück und wir starten mit unserem ersten Block. Erster Block sieht wie folgt aus. Wir gehen an eine stabile Position, das heißt, ein bisschen mehr breit, der Fuß wie schneller breit, die Jan knien. Und wir fangen an, nur vier zu boxen. Das ganz gesagt so aus, dass wir immer links vier gehen. Rechts, zwei, drei, vier. Und da haben wir drin, hängen wir direkt zweimal Jumping Jacks Land Dave. Und da rum direkt. Auf links fangen 2, 3, 4 und direkt rum 2-mal Jumping Jacks. Okay? Die hat Übung verstanden. Dann die nächste, die wir da haben, drum machen, das ist die Knie hier, wenn der Tisch mir geht ab. 1, 2, 3, Step zurück. Wir wissen, ob links gehen du den Moment auch überkreuzen mit deinen Arm, kommen rum, rum zurück und gehen auf die Rechtsseite. Für den, der nicht anstrengend genug ist, mach den Sprung mal dran. Bringt du eine ganze Energie auf Wissel. Genau. Also, das haben wir mal nur während 40 Sekunden. Und den Moment du nur 20 Sekunden Pause tischt alle Übung. Erster Block geht den Moment alle Übung auch zweimal gemacht. Okay, also, das heißt, wir starten auf 5 Sekunden mal die den Moment mal da sind Jabs nur 4. Und los. 10. 3, 4, 2 mal Jumping Jack. Genau, und Land Dave direkt drin. 2, 3, 4, und schon drin an Sänger. Tempo. Tipptopp, nur 4. 2, 3, 4, dann die Rumpfstabilität. Und weiter drüber bleiben. Nun, schon 30 Sekunden. 4, und tipptopp. Genau das nach 3. Und die letzte Kehr. Voilà. 40 Sekunden, wir machen du direkt Hände drin, als Nähe. Und wir starten an 3, 2, 1, und go. 3 mal die Knie heben, 2, 3, Step, Step, auf Wiesel. 1, 2, 3, Step, Step, auf Wiesel. 1, 2, 3, auf Wiesel. Schön in die Kreuz kommen. 3, auf Wiesel. 1, 2, 3, yes, tipptopp. Ah, komm, Page über Kreuz. 3, und wir sind so, wie wert man Sprung. 1, 2, 3, wir sind. 1, die letzten 10 Sekunden. 3, wir sind. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bis zum Schluss. Voilà. Kurz Pause, das ist immer noch ein Enke. 20 Sekunden Pause. Nutzt Zeit für ein Kadeem, um dann auszuatmen. Auf den Wisch. Aufs ganz neues Haus. Voilà, tipptopp. Dreh deinen Schluck und wir machen die selbe Block noch ein Kehr. Wir starten ein Kehr an 10 Sekunden. Mal die Sprache für den Moment, nur mit Rietz anzufangen. Der Tisch, wir machen die Punches nur mit Rietz für dich. 2, 1, und go. 1, 2, 3, 4, 2 mal Jumping Jack. Genau, Land dich. 2 mal Jumping Jacks. Yes. Spann der Bauch rein. 2 mal. Genau das. Und 2 mal Jumping Jacks. Gut so, Alex. Weiter drüber bleiben, noch zu heben. So, ich bin schon erzählt, da go. 2 mal Jumping Jacks.
läuft die von den Knien. Fair. Und zweimal Jumping Jacks, tipptopp. Wir sind schon heim. Ball durch. Zweimal. Die letzten 3 Sekunden. 3, 4, und dann kann die Jumping Jacks. Tipptopp. Kurz Pause, wir gehen auf die Wiesen über mit dem Kneeheben. Probieren vielleicht das hier einfach einen Mannsprung zu schaffen. Wichtig, kommt schön weit über Kreuz. Wir starten noch einen Kehr. Und 5 Sekunden, mal der Sprat. 3, 2, 1, und go. 1, 2, 3, stop, stop, und 1, 2, 3, schön über Kreuz kommen. Bring die Knie richtig hoch. Und zurückkommen. Hoch. Jawohl. Und komm, hoch. Tipptopp. Weiter drüber bleiben. Wir haben bald die 30 Sekunden. 3, zurückkommen. Und komm. Yes, die letzten 5. Gut so. Und die letzte Kehr. Komm, die Mama auch noch. Ah, Pause. Gut so. Echte Block gepackt. Tipptopp. Ich schön noch kurz einen Schluck. Und dann gehen wir über an die nächste Übung. So. Also, nächste Übung. Die Blocke seid wie folgt aus. Wir gehen an eine stabile Position. Das kehrt Uppercut. Wir schlagen den Moment von innen. Da das das, was ich gerne habe, das erste Prinzip. Immer links hier, das ist eine Wiederholung. 1, 2, 3. Feier, wir bleiben da, weil wir gehen die Reihe an den Knie beugen. 1, 2, 3, bei der Feier da nehmen wir Halle drauf. Der Tischstuhl geht in dem Moment, für das wir die Reihe um den Hals können aufhängen. Matt Eisen, Uppercuts. Okay, da hast du dem Moment die erste Übung. Zweite Übung, das war mal beim Warm-up gemacht und einfach klassisch Reverse Lunge. Probiert wirklich den Druck um die Beine zu holen, dreht dich raus und Ausgangsposition, auch kommt drin zurück. Okay, gut. Also, mach dich bereit. Alex, du bist auch ready? Sehr schön. Also, wir starten einkehr an. 4, 3, 2, 1. Mach den Uppercuts. An 1, 2, 3, 4. Kniebeugen. 2, gut. 3, letzte Kehr, wir bleiben Dave. An 1, 2, 3, 4. Gut, komm hoch. Rob. Okay, gut so. Noch 2 Stück. Lass dich gerne in den Halle hochkommen. Voila, und du direkt für 1, 2, 4, komm dick. 1, 2, yes. 3, lass dich gerne in den Halle hoch. Okay, und halt, 1, Vollgas. Komm dick, 1, 2, gut so, 2 Mal noch. Lass dich gerne in den Halle. Okay, lass dich kommen, komm. Okay, noch so Kniebeugen. Last Kehr. Tipptopp. Voila. Kurz Pause. Wir gehen über Reverse Lunge. Probiert heute ein Kehr wirklich Kraft aus RB rauszuhöhlen. Während 40 Sekunden. Wir starten noch ein Kehr 5. 4, 3, 2, 1. Auge. Reverse Lunge. Jawohl. Tipptopp. Jeder in seinem Tempo. Mal den weiten Schritt zurück. Und dreh dich aus dem fiesten Fuß raus. Halten tun wir. Gut so. Jawohl. Die letzten 7 Sekunden. Noch 3. Willkommen im Mama noch. Voila. Okay, schon gepackt. Zweiter Block. Wir machen noch nicht lange Pause. Wir gehen über an als Uppercut. Probier nun ein Kerl wirklich eure Bauch extrem unzuspannen und nun ein Kerl richtig Power rauszuhüllen. Wir gehen am neuen stabilen Stand. Aber ich dachte, nun ein Kerl. Ja, voilà. Wir müssen jetzt ein Kerl für 5 Sekunden. 3, 2, 1. An Uppercut zum Ab. 4, 2, 3. Feier, komm Dave, rock. Yes. Gut. Nach den halben. Okay, bleib frei. 1, 2, 3, Feier. Space. Pitch. Yes. Here we go.
an einem Halle Bob kommen. Komm. Voilà. Nur Sonne ist reif, wer sich am Dach heute gestaut hat. Lass die Kniebeuge. Oh, komm. Voilà. Komm, Dave. Grüße. An die Laschhalle. Komm, an deinen Kette. Komm, Dave. Ganz hoch. Tipptopp. Lasch. An die Laschkniebeuge. Voilà. Grüße. Gepackt. Kurz durchatmen. Wir machen ein Kello als Lunge Reverse. Komm, nochmal Position gestoppt. Und zwei. Ein. Und go. Lunge Reverse. Grüße. Weiter drüber. Für der Ärmert, mal der größte Schritt. Yes. Voilà, der Mann hat mein zweites Workout für heute. Wir machen noch 10 Sekunden. Bis zum Schluss drüberbleiben. Komm. Power. Yes. Lass die Kehle. Okay, tipptopp. Kurz Pause für euch. Wir gehen über an unseren nächsten Block. Das heißt, nur bei diesem Block will man ein paar Kicks mal dran. Ein Kick sieht immer so aus, wenn man den Kick macht, geht dieselbe Hand rauf. Das ist wirklich, wenn man den Kick macht, geht der Hand nur innen. Also, das sieht so aus, wir machen 3 Kniebeugen, wo wir pulsieren. Wir bleiben weg. 1, 2, 3, da könnt für dich. Linkskick, pardon. Kniebeuge. Rechtskick. Anderem. 1, 2, 3. Links. Kniebeuge. Rechts. Okay, Alex, hast du Choreo auch intus? Super. Dann die zweite Übung an diesem Block. Gidlo, komm dann in der Kampfstellung. Also, natürlich bei mir ist das links bin 4, die alte Rechtshänder. Wird links einer umgedreht. So machen wir den Moment. Wir fangen mal links. Links. Rechts. Links, und dann kommen wir von der Seite haken, von der anderen Seite haken. Okay? Links, rechts, links, haken, haken. Weg so rum, hoch, stabilisiere der in, also er mit, Bauch ist fast. Okay, wir schaffen den Heinekern. 3, 2, 1, mal diese Pulsierungen. 1, 2, 3, kommt, links um den Kick, Squat, rechts, 1, 2, 3. Linkskick, Squat, Ritz, yes. Böse, links, Squat, Ritz, tipptopp, hol deren Arm an. Böse, wir sehen, an der Halschen, Ritz, tipptopp, komm Dave. Links, Squat, Ritz, Dave bleiben, 3, links, Ritz, yes. Böse, bis zum Schluss, komm, fünf nach. Ups, ja. Alex, du warst nicht. Komm, dann lass den Kehr Squat. Rietz angepackt. Okay. Voilà, kennt den Alex Kurier schon besser wie ich. Also, nächste Position. Wir gehen an als Kampfstellung. Wir wissen noch links, Rietz, links. Haken, haken. Du hattest schon einen Kehr von ihr. Wirklich Power, Johanna. Also, wir starten auf 5. 4, 3, 2, 1. Ah, komm. Links, Rietz, links. Haken von der Seite, yes. Alle, komm. Roll alles raus. Gut, links. Jetzt ein Haken, linken Haken. Links. 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 Für jetzt, für links. Ah, komm. Gut, halt schon Tumor. Komm, Power. Yes. Mögliche Kombination. Die können ein Katz weg. Nein, kann mir komplizieren. Voilà, Druck aus dem fischten Bein. Komm, 5 Sekunden nach. Yes. Lasst okay, ja? Tipptopp. Okay, Pause. Voilà. Also, wir können ein paar zweiten Deal. Machen ein paar kurz 20 Sekunden Pause. Rissel der Bein aus. Erärm. Also, ich will, dass er wirklich schnell probiert, alles zu gehen, mit der ganze Energie vom Dach raus. Also, wir starten ein paar an 7 Sekunden. Erste Übung war das Mathe Keks. Also wichtig, wir fangen mit den 3 Pulsierungen an. 2, 1, go. Komm, Dave. 2, 3, Lumatriz, Pardon, Ritz.
Schwanz links am Bild kommen. 10, 3. Weil ihr wieder gesehen habt, wir sind schon von der Menge Zeit. 10, 3. Koordination ist heute auch gefördert. 10, 3. Ah, komm, jetzt, yes. Links. Läuft tief. Jetzt. Squat. Links. 3, jetzt, links, gut, dann kommt, links, jetzt, drüber bleiben, jetzt, Squat, links, komm, noch 7 Sekunden, jetzt, Squat, links, letzte Kehr, die machen wir auch noch, jetzt, Kniebeuge, links, okay, gut, Tisch kurz durchschnaufen, wir gehen über, macht also Kampfstellung. Wie gesagt, heute ein Kaffee, links haben die Hütte dreht Spin 4. So, also auch ein Kaffee an 3, 2, 1, Auge, links, jetzt, links, von der Seite, jetzt, komm, Power, von der Seite, genau so, jetzt, links, voilà, tip top, komm, verlagern das Gewicht auf den Fisch der Fuß, ah, komm, bleib drin. Jetzt. Links. Arm. Links. Jetzt. Links. Gut, dann komm. Fest bleiben am Bauch. Die last 4 Sekunden. Kombinieren kann man. Jawohl. Okay. Gut. So. Tipptopp. Wir sehen schon den dritten Block durch. Voilà. Logitech Eva an den neuen Block. Wir haben heute eine kleine Kombination. Das heißt, was wir gerade gelehrt haben, mit unserer Kampfstellung links, rechts, links, von der Seite, haben wir noch 2 Knie mit dabei. Okay? Also, das heißt, das Teil bleibt sehr erwischt. Was wir dafür gemacht haben, die Kombi, an 2-mal die Knie. Wie auch heute, heute eine kleine Energie mit. Das heißt, auch gerne die Knie, den zweiten ein kleines fest. Okay, das ist als erste Übung. Dann die zweite. Hör mal einfach ein Kerl für Vollgas zu gehen. Geh mal an eine Anfangsposition, die wir beim Warm-up hatten. Falsch ein Kerl Richtung Backen an. Power mal also so richtig aus. Ich will, dass ihr euch vier stellt. Und du einfach Vollgas geht, okay? Das hast du wirklich ein Kerl bis zum Schluss einfach alles rauslösen. Ich verspreche nicht, den letzten Block ist da ein bisschen wie soft. Okay, also. Ich dachte mal ein Kerl, mit unserer Kombi, du wirst machen nur. Nein, geh ab, jetzt einfach auf die andere Stellung. Für du nein, geh dann den linken Knie können zwingen. Mit der Richtung nur. Nun fangen wir an unser Kombi. Aber wir fangen nun an 4. 3, 2, 1, Auge, Kombi. Links, jetzt, links. Haken, haken. Zweimal den Knie, den zweiten mit fest. Yes. Gut, zweite Knie fest. Am zweiten fest. Gut. Yes. Tip top. Bleib drin. Arm, zweite fast. Yes. Von der Seite. Von der Seite. An der Knie. Bam. Ah, komm. Hey. Yes. Gut. Weiter drüber bleiben. Jawohl, komm nach vorne. Von der Seite. Zwei Knie. Ah, stopp. Jawohl, gut. Also, die nächste Übung, wo wir noch nachher, wo wir einfach Vollgas gehen. Nur 4 Boxen. Sozusagen die richtigen Jab machen. Für den englischen Begriff zu benutzen. So, auch nachher Vollgas an. 3, 2. Und, ah, komm, Power mit links. Voilà, spann nur halt feste Bauchen. Ich will nicht, dass du zu viel Matt denken kannst, zu Körper schaust, mir ist sehr fest. Voilà. Er mittels stark. Ah, komm. Voilà, wir sind alle an dem Kampf zu zusammen. 20 Sekunden noch. Bleib fest, komm. Alle, bis zum Schluss, 5,
3, 2, 1. Oh, stopp. Okay. Voilà, gesehen, du hast noch ein bisschen Energie. Du, gib Gas. Voilà, andere Position. Als Kombi läuft im Moment heul und rein. Wir haben viel drin. Mit links gefangen, ich habe mit riert. Links, riert. Crochet für links. Kuriert. Zwei Knie. So was. Okay. Voilà, Koordination, danke. Das kannst du nicht merken. Aber wir starten noch ein Kai an. 3, 2, 1. Start mit Ritz, links, Ritz. Haken, Haken, zwei Knien. Yes, komm. Voilà, war fast. Zweite stark. Hitch. Hitch. Komm! Yes! Letzte Kehr! Ah, fast! Yes! Okay. Direkt haben wir drin. Ohne lange Pause. Nur ein Kehr als Lasch. Kampfstellung. Ein Kehr als Jabs. Moderiert. Wir starten ein Kehr heuer 5, 4, 3, 2, 1. Geht alles. Jawohl, 40 Sekunden lang. Erbar ist fast. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Bleibt weiter dabei. Auf von Erben brennen. Does it matter, man? Autonomy is a komm, bleibt bei uns. Bis zum Schluss, komm, 10 Sekunden. Yes, Vollgas. Komm! 3, 2, 1, auf! Yes! Okay! Gut, gut! Voilà, hier Block. Guck mal, ich war stark. Aber es könnte noch ein allerletzter. Das heißt, ich will nur noch hier, dass wir uns auf den Bauch konzentrieren. Alex, weiß ein bisschen kurz die Übung 4. Wir wollen uns ein bisschen als Motto 4. Voilà! Also, die erste Übung beim Sit-Up, das heißt, dem Moment, wo den Alex du hoch könnt, geht dann nachher mit der Hand zwei Jabs. Also das heißt, hier lädt es so hin, dass sein Face sozusagen hier dem Moment an der Schmetterlingsposition sind. Du kannst hoch und du bockst du nachher rum, los aufholen. Geil? Probier du wirklich Wirbel für Wirbel zurückzukommen, aber schafft erst den Bauch, holt nicht zu viel Schwung mit den Ohren. Das ist die erste Übung. Die zweite Hand run, Leg Raise. Das heißt, im Moment du kannst du das gerne mit ungewinkeltem Kopf machen, Alex. Und einfach von den Beinen hier richtig drauf kommen. Kontrolliert, voilà. Probiert um den nächsten Punkt den Innenstrick fest an die Matte zu drücken. Wirklich der Bauch ist fest. Und komm drum rum. Genau das du. Tipptopp. Okay, da ging es so hin. Ich starte mal rein, ein Kehr, letzte Kehr. Alle Übungen 40 Sekunden. Wir fangen an mit Sit-Ups. Bring dich in Position und wir starten hier an 5 Sekunden, das heißt an 4, 3, 2, 1, auf Vollgas, komm, hey, yes. Sie steigen Hand erstmal, dass du aufhängst, wir holen nur ein Kehr in der zweiten Tür 4 zu wirseln. Voilà, komm, hey, yes. Gut, lust dir auch einen letzten Kehr schaffen, du nuken. Beide cool down. Tip top. Gut so. Weiter drüber bleiben. Gut so. Wir haben noch 10 Sekunden. Yes, und mir nicht vergessen. Komm, 5. Hitch. Und noch 2. Jawohl, okay, stopp. Wir gehen über an den Leg Raise. Das ist nun ein Kehr heu. Probiert das eure Bauchphase aus, ihr könnt ihr an den Kopf unheben. Wenn ihr Probleme an der Nuke habt, müsst ihr kaum einfach leihen. Direkt an die Position kommen, ohne lang zu pausen. Wir starten noch im Heu an. 4, 3, 2, 1, Augen. Komm gestreckt mit den Beinen rauf. Bauch ist fast. Jawohl.
Gute. Weiter drüberbleiben. Juhu, tauschend. 20 Sekunden noch. Jawohl, 10 noch. Komm. 4, 3, 2. Komm, letzte Kehr. Tipptopp. Okay. Kurz Pause zu tischen. Trink gerne einen Schluck. So, letzte Kehr den Turnen her. Und dann mache ich noch eine kleine Cooldown mit dir. So, Alex, komm in eine Position. Wir machen noch ein paar Sit-Ups. Bis du schon probiert, dich Wirbel für Wirbel aufzuholen und nicht zu viel mehr Schwung zu schaffen. Also, wir starten heute ein paar an. 4, 3, 2, 1. Und komm, hisch. Voilà, halb hier kicken. Gut so. Yes. Weiter drüber laufen. Denk du und dir das gleich geparkt. Tipptopp. Ah, komm, die letzten 15 Sekunden. Gut so. Noch 4, 3, 2. Ah, komm, danke, hey. Voilà, du siehst mir. Okay. Danke, Leg Raise. Und da können die kleine Cooldown. Red jetzt drauf. Aber für dich, danke, Power. Und wir starten noch ein paar offene Sekunden. 4, 3. Alex, bringst du dich auf Position 2? 1, oh komm. I wanna take it all in, I'm falling. Good job. Ich hoffe, ihr seht nachher dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Muskel brennen. Diese Bar gepackt. Lasst 15 Sekunden. Tipptopp. Komm mal. 5, 3, 2. An die letzte Kehr. Okay. Voilà. Tipptopp. Gut geschafft. Wir kommen los. Aber es ist ein kleiner Cooldown. Wir fangen den Arm stuhlen. Wir holen E-Bein. Die greift im Moment wirklich um den Fuß. Die bringt in Richtung Gesäß. Nur hier aufpassen. Ihre Bauch ausspannen, dass er wirklich merkt, der Becken auf ihr könnt. Öffnet ihr mit dem Arm auf, dass ihr Brust raus könnt. Und wir probieren hier 30 Sekunden zu bleiben. Die waren. Halt der Spannung im Bauch, spürt nicht, dass er am Hohlkreuz hängt, bringt ihr den Moment wirklich das Becken nur 4. Die waren. Genau. Läuft stabil. Nach 10 Sekunden halten. Keep top, weiter passbar. 2, 1, lasern. Okay. Wir gehen lieber auf die andere Seite. Da habe ich das Prinzip. Ein Fasern, also ein Schlesern-Fuß, direkt hier wirklich Richtung Gesäß. Und dann kann ich euch Bauch spannen und an der Position bleiben. Man hat wirklich eine Uhr, wenn er brust ab. Gut so. Die waren so. Auch im Heu. Wirklich probiere der Position zu halten, indem sie einen feste Bauch mal ausspannt. Nach 4 Sekunden. 2, 1, ah, stopp. Okay. Wir gehen nun einmal über. Die geht auf ihr Matt, die geht auf die Knie. Wir gehen heute im Moment, setzen wir als Linksbein 4. Knie läuft um Boden, den Händen. Du hebst den Arm, atmet an. Aber beim Ausatmen fällt er mit dir in der Position ran. Kurz einhalten. Du drehst mal auf, aber als Linksseite. An dem Moment direkt erriert die Hand. Gehen der Längsbein und wir probieren hier unten zu bleiben.
geht wirklich schön an die, den Raum, sodass er halt hier er Hüft könnt öffnen. Okay. Warum halt die Wand? Also, noch weiter halen. Sieht doch mal, da hat der Blick doch in dieselbe Richtung. Der Tisch guckt wirklich an die Linksrichtung. Ich muss jetzt auch einen Blick behalten. Noch vorne. 4, 3, 2, 1. Lesen. Tipptopp. Wir sind in Zeit. Wir bringen uns hier zu Bein auf 4. Auch im Hai. Hier der Arm Richtung Klopfer. Atmet an. Beim Ausatmen. Wir fallen dann Position. Wirklich probiert das Transgenera. Linker Hüft zu spüren. Den die Schweiz noch 4. Und wir drehen rüber ab jetzt. Ihr könnt in dem Moment wie den Alex euren Arm oben halten, die Rierzen und er hat euren linken Arm direkt gegen die Rierze knicken. Die Wand, Arm ausatmen. Probieren noch das ganz 15 Sekunden zu halten. Okay, top. Gut so. Die Last von der 4, 3, 2, 1. Okay, lesen. So, tipptopp. Also, die wird es gepackt. Vielen Dank, merci, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die verzeiht mir meinen kleinen Fehler. Und mir gewinnt das Geschwindigkeit. Schönen Abend noch.